Dessau-Roßlau beteiligt sich seit 2008 an der Gedenkaktion Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demning ins Leben gerufen hatte. Stolpersteine ist ein europaweites Mahnmal, das an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und von Euthanasieopfern im Nationalsozialismus erinnert. In der heutigen Helene-Meyer-Straße 9-11, früher Luisenstraße, wohnte das Ehepaar Noah und Hedwig Kapeluschnik. Beide wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert. Im Alter von 70 Jahren starb Noah 1943 dort. Seine Frau Hedwig starb am 30. April 1944. Der Enkel Karl-Heinz Berndt kam aus Berlin, um der Einweihung des Mahnmals beizuwohnen und versuchte, die Zeit mit Oma und Opa zusammenzufassen. Ich bin einfach nicht in der Lage. Ich habe das zu Hause versucht, vor meiner Familie vorzutragen. Mich hat es immer übermannt und deswegen habe ich Herrn Donat gebeten, das zum Ausdruck zu bringen, was er heute hier vorgelesen hat. Es waren schlimme Zeiten. Also man kann sich, das kann im Grunde genommen sich keiner vorstellen, welche Erniedrigung das für die Menschen waren, wie für meine Großeltern, wenn sie mit dem Stern auf der Straße laufen mussten und erniedrigt wurden. Das bleibt bei mir tief haften. Und ich habe ja versucht, in dem Beitrag zu sagen, dass ich das die einzige Brücke noch war zwischen meinen Eltern, die wir zwangsweise von Dessau, weil wir keine Wohnung mehr fanden, bei Verwandten in Dresden untergekommen sind. Und meine Großeltern dann, wie gesagt, in den Bereich Franzstraße, wo alle Juden dann zusammengepfercht wurden. Und ich dann die Brücke war zwischen meinen Eltern und meinen Großeltern bis zu ihrer Deportation. Die Werkstatt Gedenkkultur beteiligt sich an dem Projekt Gunter Demnings, das dank der Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger erst möglich ist. Die Herstellung und Verlegung eines Stolpersteins kostet 120 Euro und da ist man auf Spenden angewiesen. Dass die Notwendigkeit weiterhin gegeben ist, diese Stolpersteinaktion weiter am Leben zu erhalten, unterstrich Günter Donat von der Werkstatt Gedenkkultur. Die Erinnerung ist ein Stück Verantwortung, das wir in unserer Zeit wahrnehmen. Nicht nur, weil Vergangenes geschehen ist. Es hat ja vor 80 Jahren, das ist ja dieses Jahr das besondere Gedenkjahr, begonnen, das Leid, die Verfolgung Andersdenkender in Deutschland, vor allen Dingen auch der politisch Verfolgten und immer wieder der Juden. Und diese Verfolgung, dieses Leid, was damals geschehen ist, lastet auf den Schultern unseres Volkes. Es hat mein Schicksal zum Beispiel geprägt. Ich bin über 70 Jahre alt. Das heißt, ich habe die ganze Nachkriegszeit mich gefragt, wie konnte es eigentlich zu diesem Krieg kommen? Wodurch ist dieses ganze Unrecht ausgelöst worden? Und da sehe ich eine Wurzel da drinne, dass in dem Rassenwahn der Nazis ein Zeichen, es zeichenhaft deutlich wird, das Unrecht, das geschehen ist. Und dass sich das nicht wiederholt, dafür sind wir heute verantwortlich. Diese Verantwortung haben auch die Schulen in der Region erkannt. Die Schülerinnen und Schüler des Walter-Gropius-Gymnasiums haben sich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt und diese Veranstaltung auch mitgestaltet. Dass sich Schüler auch freiwillig und ohne schulischen Zwang für dieses Kapitel der deutschen Geschichte interessieren, zeigt das Beispiel von Tom Papenroth aus der Klasse 9c des Walter-Gropius-Gymnasiums. Wir sind hier im Rahmen von so einer Schulaktion unserer Schule vom Walter-Gropius-Gymnasium. Und im Rahmen unseres Ethikprogrammes hat unsere Lehrerin uns halt gefragt zur freiwilligen Teilnahme hier an diesem Tag, an diesem Stolpersteinetag. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, weil ich persönlich auch finde, dass Machenschaften jedenfalls, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten sollte. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Die Dessauer Geschichte um das dunkle Kapitel der Nazi-Diktatur ist längst noch nicht komplett erzählt. Man brauche noch mindestens 2 Jahre, um Licht dahinter zu bringen, sagte Günter Donat von der Werkstatt Gedenkkultur mit dem Hinweis, dass weitere Stolpersteine die Wege in der Stadt bereichern werden.